Hallo! Ja, herzlich willkommen zu meinem 16. Adventstürchen. Ich habe es mir hier mal ein bisschen gemütlich gemacht. Und zwar habe ich ja gefragt, zu was ihr denn gerne einen Beitrag hättet. Und ein Beitrag, hallo Pia, ein Beitrag war ja, oder eine Beitragsanfrage war ja diese Anfrage zu wie integriere ich meine Schattenseiten? Und ich weiß, das sind ja Ansätze, die davon ausgehen, dass wir alle irgendwelche Schattenseiten in uns haben und die abgespalten sind vielleicht, abgespaltene Persönlichkeitsanteile, die man ja abgespalten hat, weil man da irgendwo mal schmerzhafte Erinnerungen dran hat. Ja, und wie sehe ich das Ganze? Ich sehe das Ganze eigentlich aus einer anderen Perspektive. Und zwar, die mich schon kennen, die wissen es vielleicht schon. Und zwar fällt es uns so wahnsinnig schwer, davon auszugehen, dass wir als komplette, perfekte Wesen hier auf diese Welt gekommen sind. Dass mit uns per se alles wirklich in Ordnung ist und dass nichts falsch an uns ist. Und dass es in diesem Sinne, wenn wir alle Bewertungen wegnehmen, eigentlich keine Schattenseiten geben kann. Weil klar, gut, man kann sagen, es ist Schatten und es ist Licht. Und wir sind Licht. Ja, wir sind ja die höchste Energie, wir sind aus der höchst schwingenden Energie entstanden, die es überhaupt gibt. Und die hat uns erschaffen. Und diese höchst schwingende Energie ist Licht. Und wo Licht ist, ist eben die Abwesenheit von Licht. Also dort, wo kein Licht ist, ist scheinbar Schatten, wenn du das so sehen möchtest. Hell und dunkel und all diese Gegenteile, die entstehen ja nur dort, wo die Vorstellung einer Trennung da ist. Aber wenn du dir vorstellst, du bist nur im Licht und du bist nur hell, und wo ist dann der Schatten? Also das ist quasi hier diese dritte Dimension, wo wir durch die Trennung davon ausgehen, dass wir Licht und Dunkel haben, Gut und Böse, hell und dunkel, genau. Und wenn aber diese Trennung nicht da ist, sondern wenn alles eins ist, in diesem Raum gibt es ja keine Bewertung, oder? Weil das ist ja diese Non-Dualität. Viele von euch kennen vielleicht diese Lehren über die Non-Duality. Und das ist genau das, wenn wir in der Dimension, also in der Schwingung aufsteigen, hallo Jasmin, in der Schwingung aufsteigen und mehr in diese All-ist-Eins-Schwingung, in diese göttliche Schwingung, in das, was uns alle verbindet, in diese Schwingung aufsteigen. Wenn wir diese wahre Identität von uns erkennen, dass eben hier gar keine Trennung da ist und kein Licht und kein Schatten, also, sondern nur Licht und kein Schatten da ist, und wir eigentlich total in Einklang mit unserem wahren Sein sind, dann müssen wir auch keine Schattenseiten suchen. Dann gibt es auch eigentlich überhaupt keinen Schatten, der integriert werden muss, sondern es gibt nur eine Vorstellung, die exintegriert werden muss sozusagen. Und das ist die Vorstellung, dass es da wirklich was gibt, was abgespalten worden ist, dass es da irgendwas gibt, was integriert werden muss. Was ist, wenn es da gar nichts gibt? Was ist, wenn einfach alles so okay ist? Was ist, wenn wir einfach alles so annehmen, wie es ist, nämlich in Perfektion? Was ist, wenn wir einfach akzeptieren, dass wir in Perfektion hier auf die Welt gekommen sind und alles das, was wir beurteilen, als nicht gut, als was nicht da sein soll, alles das, was wir ablehnen, eigentlich nur ablehnenswert ist, weil es halt durch irgendein Bewertungsraster durchgefallen ist und deswegen offensichtlich als schlecht angesehen wird und deswegen scheinbar abgespalten worden ist. Was ist, wenn es das gar nicht gibt?
Was ist, wenn wir erkennen, wer wir wirklich sind? Und zwar die höchste Schwingung der Perfektion, der Liebe, der Bedingungslosigkeit. Was ist, wenn wir dorthin gehen, wo wirklich alles eins ist, wo alles eins in höchster Schwingung und Liebe ist? Wo ist denn dann der Schatten? Ich kann ihn nicht finden. Ich weiß tatsächlich nicht, warum ich das brauche. Das sind doch alles nur Konstrukte, das sind doch alles nur Lehren, Vorgaben, die natürlich versucht haben, irgendetwas in Ordnung zu bringen, was scheinbar nicht in Ordnung ist, und Schattenseiten zu integrieren, damit nachher alles komplett ist. Aber ich gehe davon aus, dass ich komplett bin und dass ich einfach die Dinge, die Vorstellungen, die Meinungen, all das loslassen muss, das einfach nicht dieser Überzeugung folgt. Und so muss ich eben auch Leute loslassen, die meinen, ich bin nicht in Ordnung. So muss ich eben Meinungen loslassen, die mir sagen, ich hätte Schattenseiten, die ich integrieren muss. Und das ist wirklich meine Ansicht danach, also darüber. Ich weiß, es gibt andere Sachen, aber wenn es doch so leicht sein kann, und es ist doch wirklich alles so leicht, und wenn wir uns diese ganzen Vorstellungen und Paradigmen aufhören, auf die Kappe zu schmieren und uns einzureden, dass irgendwas an uns falsch ist, dann gibt es keine Schattenseiten. Und dann können wir uns einfach so akzeptieren und lieben mit allen Aspekten von uns. Und wenn ich dieses nicht bewerte, dann habe ich nur Aspekte. Und wenn ich sage, es ist aber alles gut an mir, dann sind alle Aspekte an mir okay. Und sobald alle Aspekte an mir okay sind, fühle ich mich nicht mehr getrennt. Und wenn ich mich nicht mehr getrennt fühle, dann kann ich mich komplett annehmen und lieben. Kann in höheren Energien dieses irdische Leben in meinem irdischen Kleid bestreiten. Und ich finde es so viel einfacher und so viel angenehmer, weil es gibt tatsächlich keinen Grund, keinen logischen Grund, warum irgendetwas wahr sein sollte, sei es von unseren Eltern her uns übergestülpt oder sonst irgendeine Meinung von irgendjemandem, der uns beibringt, dass wir nicht gut sind, so wie wir sind, und wir glauben es dann auch noch und verhalten uns danach und kriegen dann auch wieder die Beweise, dass wir nicht gut genug sind, und kriegen einen Beweis, dass wir all unsere Schattenseiten integrieren müssen. Ich sag, du musst gar nichts integrieren, du musst einfach annehmen, dass du gut und richtig bist, so, und genau danach leben und genauso denken und fühlen. Und dann hast du schon einen Job weniger. Hallo Sabine, ich bin jetzt eigentlich schon fast fertig, muss dir nochmal vielleicht das Replay anschauen. Aber ich fasse kurz zusammen, in meiner Meinung gibt es keine Schattenseiten, deswegen musst du auch nichts integrieren, weil du gut und richtig, perfekt, wunderbar, schön bist und es an dir gar nichts auszusetzen gibt, wie an jedem von uns. Und alles andere sind nur Lügen und das ist die einzige Wahrheit. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich kraul hier gerade meinen Hund. Wo ist er denn? Da ist sie, da ist sie. Also, ich hoffe, dieses Fensterchen hat euch ein bisschen erleichtert und erleuchtet. Und auf Wiedersehen in den Schattenseiten, die sowieso nur ein Hirngespinst sind. Tschüss.